Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu der Grand Theft Auto 5 Ego-Perspektive. Ihr seht heute ohne Elgato, aufgenommen mit meinem Handy, weil ich euch nur mal kurz erklären will, wie das mit der First-Person-Perspektive funktioniert. Ja, das hier ist auf jeden Fall die First-Person-Perspektive, ist eine richtig nice Sache. Und ja, man kann natürlich jetzt hier ranzoomen. Man kann natürlich jetzt hier auch die Waffe wechseln und dann hat man sowas vor sich. Also es ist schon die Elder Scrolls in ein neues die Elder Scrolls, ein neues Skyrim in der Neuzeit, um sozusagen, ja. Jetzt kommt natürlich die geilste Ego-Perspektive, die müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Es ist auf dem Motorrad. So, ihr könnt natürlich einen Helm anhaben, da wird natürlich alles ein bisschen dunkler. Und ihr habt hier die Tachoanzeige. Alles ultra scharf und ihr seht schon, es sieht doch schon richtig Hammer aus, wenn ihr mit dem Ding fahrt. Und ich meine, jemand, der ein Motorrad hat, der weiß, hey, guck doch mal an. Hier wird alles angezeigt. Wunderbar. Selbst der Tacho wird angezeigt und die Geschwindigkeit mit. Das bedeutet, man hat nicht nur Realismus, es ist einfach der Hammer. Ich gucke hier auf dem Tacho, fast 40 Sachen. Hammer. Und es steuert sich unglaublich leicht, wie ein richtiges, echtes Motorrad auch. Und man kann natürlich jederzeit hier wechseln. Und hat jetzt noch einen Motorradhelm an. Und wenn man dann noch an die Person dran geht, kannst du denen noch einen Klaps geben. Und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du auch mit einer Waffe rumballern. Kannst in das Wasser gehen. Auch ein Messer haben wir ja auch noch. Wunderbar. Rein da. Und das Blut bleibt hängen. Ja, so muss das eigentlich aussehen. Helm ab, Realismus pur. Ich sag moin moin und hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.